So, meine Freunde, hier wieder Pandiro mit dem 42. Part. Weiter geht's direkt hier in der Arena von Mosbach City, in der Psycho-Pokémon das Sagen haben. Ich spiele deswegen ohne Ton. Erstens hört man mich besser. Wird nicht immer so sein. Aber wahrscheinlich wird Takoro gleich wieder anrufen und dann wird er sich dem Part dazu gesellen. Darum ohne Ton. Okay, das Xatu. Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. Das Xatu macht gerade ein paar Probleme. Und das regt mich ziemlich auf. Auf keinen Fall Fungi in den Kampf schicken. Autsch. Lieber Ike Maus und einen auf Eisstrahl machen. Yeah, und eingefroren. Cool. Dafür werden wir von Attacke sehr getroffen. Aber das macht nichts. Xatu ist besiegt. Jau, jau! Ah, hi, Takoro. Wie ich gesagt habe, Takoro gesetzt sich gleich dazu. Alles Yeah, klar. natürlich, wenn du gegen der Arena rumfightest, muss ich da doch mitmachen. Ah ja, du, ich habe den anderen Part schon zu Ende gemacht. Ist jetzt schon Part 42 am Anfang erst. Okay. Hast aber nichts verpasst. Nimm gerade 1,5 Minuten erst auf. Ah, na, kommst ja genau richtig, du. Oh ja, ich habe schon gesagt, ich spiele deswegen ohne Ton, weil du dich wahrscheinlich gleich dazu gesellen wirst. Du hast mir jetzt auch gut voll gefressen, also kann ich wieder weitermachen. Was hast du denn gegessen? Nudeln mit Hackfleischsoße. Geil, der Klassiker. Grandios. Natürlich, nur von Magifix. Weißt du, was noch der Klassiker ist? Mamas Brötchen. Was für ein Ey, Brötchen? die Brötchen, die Mama einmacht zur Schule. Das Ja, sind die Mann, die kriege ich Klassiker. schon Jahre nicht mehr. Meine Mutter hat mir gestern eins gemacht für heute Morgen. Ja. Grandios. Mamas Brötchen sind die besten. Eis. So, wir hauen hier ordentlich durch. Ich wollte einfach mal gucken, wie sich mein So High hier in der Arena macht. Bis jetzt ganz gut. Probleme werden wir erst vielleicht bei Ben und Svenja haben, deren Pokémon Level 42 sind. Na, gut, du hast zumindest den Typenvorteil. Ja, das stimmt. Und ich denke mal, mit Ike Maus wirst du schon einigermaßen reinhauen. Genau. Außerdem ist ja nicht so wie bei Smaragd, dass sie noch Lippumentas und Xatu haben. Das wäre ja brutal. Ganz genau. Ah, genau. Gleich ist Soul High Level 37, dann erlernst Body Slam. Oh yeah, Body Slam, Para-Hex pur. Oh ja. Ach ja, ich habe auf der Arbeit heute wieder Hard Gold gezockt in der Pause. Echt? Geiler Typ, ganz ehrlich. Geil. Und hab, ja, ich wollte eigentlich nur mein Quapuzzi trainieren und kam dann bis zum Champ. Geil. Und ohne Tränke, ohne Beleber. Aber der Champ hat mich schon auseinandergerissen. Autsch. Oh, hier. Body Slam. Jetzt geht's um die Wurst. Was weg? Boah, ich würde sagen Stampfer, oder? Ja. Habe ich auch überlegt. Also entweder was zurückschrecken lässt, was hohe Volltrefferquote hat, oder was unmöglich ist auszuweichen. Ich glaube, Zauberblatt lasse ich, könnte mir Dings helfen. Stampfer oder Rasierblatt? Was meinst Was du? für eine Stärke hat Rasierblatt? 55, gell? Ja. Mach Rasierblatt weg, weil Stampfer hast du Zurückschrecken und es trifft hundertprozentig. Und mit Genau. Zauberblatt hast du sowieso einen guten Stärkung. Genau. Ja, ich denke wieder strategisch mit, ich weiß. Ja, ich war genau der gleichen Meinung wie du. Hatte von Anfang an nicht vorgehabt, Stampfer wegzumachen. Dann testen wir gleich mal unsere neue Waffe. Lieber nicht. Das könnte gefährlich werden. Könnte gefährlich werden. Ich mache aber erstmal einen auf Aufladen. Aufladen. Das Spiel wird jetzt sowieso sehr mal. Oh nein, Ah! Reflektor. Warte mal. Guck mal. Mir fällt gerade ein. Das zeige ich dir gleich. Ich habe noch einen anderen Vorteil gegenüber den Psycho-Pokémon hier. Okay, der wäre. Den sage ich dir gleich, wenn der Kampf zu Ende ist. Komm schon, so high. Du bist so high, mach's kaputt. Hier, guck.
Nicht nur, dass ich für die Arenaleiter Pflanzen-Pokémon habe. Hier, Natuska. Ah! Undicht-Pokémon. Genau, stimmt ja. Das sind ja Stein-Psycho, die Scheißviecher. Aha, und Wusnair bekommt keinen Schaden von, wie heißen sie? Psycho-Attacken. Psycho-Attacken. Genau, Genau. von daher Vorteil für mich. Boah. Komm, ich mach den noch kaputt, aber diesmal mit dem anderen. Das war genug Training für Sohai erstmal. Ich mach Ich bin gerade einen. überlegen, wenn wir dann zusammen bei mir aufnehmen, ob wir Ja. Feuerrot machen oder Genau. ob ich eine ganz gewiefte Idee habe. Aber das verrate ich dir erst nach dem Video. Okay, damit kein Spoiler hier rauskommt, gell? Natürlich, das wäre ja sonst ein bisschen doof. Das wäre richtig scheiße. Na, dann bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Bah, oha, geil. One-Hit mit Surfer, aber bei so einem kleinen Wesen ist auch kein Wunder. Mal gucken, ob wir das gleiche Ergebnis bei dem auch erzielen. Was hast du denn damit weggefetzt? Trassler. Abra oder was? Hä? Trassler, ja. Ah. Ich muss sagen, Trassler ist cool. Ich habe auf der Rubin mal mit dem Gardevoir durchgespielt. Ja? Ist richtig gutes Vieh. Ja, das haut schon ordentlich rein, das Teil. Also solange es ein mäßiges Wesen ist, natürlich. Oh ja. Sonst geht nix. Ich mag auch irgendwie Trassler, Kilian, Gardevoir mehr als Abracadabra und Simsala. Ich weiß nicht warum. Ich mag Ich die finde irgendwie. Galagladi ist immer noch am geilsten. Ja, halt der physische Gegenspieler von Gardevoir. Genau. So, jetzt haben wir hier alle Ärsche besiegt, glaube ich. Was für uns heißt Pokémon Liga. Also das geht ja schneller als gedacht. Ich dachte, ich kacke hier voll ab. Du zockst Saphir, ne? Yep, ich zock grad Saphir. Gut, dann wirst du beim 8. Arenaleiter sowas von keine Probleme haben. Oh, hab, ey, daran denke ich die ganze Zeit schon. Komm. Den 8. Arenaleiter zu besiegen ist für mich wie Weihnachten, Halloween und Ostern an einem Tag. Das ist ein Geschenk. Scheiße, was mache ich denn? Erstmal schön gestreckt. Kater im Muskel. Nee, aber es sitzt ein bisschen doof. Okay. So, jetzt aber. Und zack, wir sind angekommen. Yeah. Und wir haben noch 7 Minuten Zeit. Mal gucken, was wir da. Vielleicht schaffen wir es, den zu besiegen. Das ist ein Doppelkampf. Ich mach kurz einen Prozess einfach daraus. Ich schicke erstmal Ike Maus und Bibi Bong nach vorne. Mal gucken, was die ausrichten können. Wenn das nicht klappt, Fungi und 20 Feet Ganja. Sowieso. Ja, ich weiß, dass ihr zwei seid. Ich hab Augen im Kopf. Hau ab. Alter, stell dir mal vor, wir zwei wären so ein Arena-Leiter-Team. Alter, das wird sowas von genial. Da hätte kein Trainer eine Chance, ey. So einen auf die Expendables machen, gell? Ja, Mann. Zauberblatt, okay. Okay, Sonntag. Fängt schon mal scheiße an. Okay, das Naja, war jetzt total muss nicht scheiße. sein. Du kannst ja jetzt So High reinbringen, wegen Chlorophyll. Genau. Erhöht meine Initiative, aber senkt dafür Ike Mauses Wasserattacken. Aber scheiß drauf. Also kannst du auch mit Ike Maus Eisstrahl machen, wenn es sein muss. Eisstrahl, alles klar, Eisstrahl. Ich mache hier mal so ein Zauberblatt auf den. War der Boom. Was mich halt hier aufregt bei den Typen, ist, dass die immer Dings einsetzen. Hypertränke. Alter Eisstrahl, das war gar nix. Ich mach mal einen auf Absorber. Was lachst du? Lachst du meinen Hund aus? Hä? Nö. Ich lach doch Also. Charlie. Ich lach doch Charlie nicht aus. Ey, den darf man nicht auslachen. Der beißt einem sonst in den Arsch. So, was machen wir? Laubklinge. Ich will Lunastein loswerden. Luna Steinfakt sowieso noch voll ab. So, Lunastein. Das macht ja mal Hypnose. Genau deswegen, ja. Dafür ist Sonnenfell so ein Sonntag-Crack. Und Flammenwurf, genau, so ein Typ ist es. Einfach so, kurzer Prozess. Aber egal, Tschüss. Fungi rein. Funky haut ihm jetzt auf den Sack. Auf den Sack hau ich. Komm, ich mach hier einen auf Megasauger. Nee, Himmelhieb. Himmelieb ist aber normal, das weißt du. Himmelhieb ist Kampf. Oder? Ja, aber das schießt auch auf Psycho. Ja, aber ich glaube, das zieht einiges ab. Ich hatte damit neulich. Wow! Ja, okay, ein Volltreffer. Okay,
Jetzt an alle, die diesen Part gucken. Bitte vergleicht diesen Kampf mit dem Kampf gegen Ben und Svenja von meinem Smaragd-Let's Play. Und einfach mal gucken, was euch dabei auffällt. Dankeschön. Alter, das war jetzt mal total krass. Wir haben die 3 Minuten besiegt. 3 Minuten. Ey, wenn ich mir überlege, ich hatte damals so lange an diesen Spastis gesessen. Ey, ich hatte eine Ewigkeit gebraucht dafür. Mentalorden. Wir dürfen Taucher einsetzen und erhalten TM4 Gedankengut. Hell yeah. So, jetzt nehmen wir hier mal das Ding und sind am Anfang. Alter, das ging ja mal total schnell. Sowieso, jetzt kannst du vielleicht sogar noch... Hast du schon Taucher? Nee, das komme ich doch von Troy, oder nicht? Wenn ich jetzt noch in ein Raumfahrtzentrum reingehe... Dann muss ich doch... War das nicht bei ihm im Haus? Wenn du oben ins Haus bei ihm gehst? Boah, ich weiß nicht. Wo wohnt er? Hier, oder? Nee, hier neben. Da. Ja. Tatsächlich? Ja. Taucher. Siehste? Ich überlege mal, soll ich sie einem beibringen? Warte mal. Ich weiß nicht, ob Ike Maus es lernen kann, das ist es ja. Weil sonst wäre das gut, wenn Ike Maus es lernen könnte. Dann kannst du noch direkt den Wasserstein in den Part holen. Genau. Alter, genau. Taucher. Ah, da kann er lernen. Nice. Jetzt ist die nächste Frage, was machst du weg dafür? Weil Surfer kann er schon. Ich glaube, ich mach Mogelhieb weg. Ja, würde ich auch sagen. Zack, die Bohne. Weg damit, Mogelhieb weg. Wenn du noch ganz assi bist, holst du dir später noch Gigasauger und bringst es auch Ike Maus bei. Ja, Mann. Gigasauger, ey, for the win. Kapaloris, so. Dieses Tank-Vieh schlechthin und dann noch mit Gigasauger. Ja, Mann, das ist richtig brutal. Puh. So, Leute, wir machen kurz einen Zwischenstopp mal hier. In Faustauhafen City. Faustauhafen City. Scheiße, Mann, das heißt doch nur Faustauhafen, gell? Ja. Faustauhafen City. Wir haben noch exakt 3 Minuten Zeit. Nice, das schaffen wir. Locker. Locker flockig. Hier, Superschutz. Beutel auf, drüber. Fertig. Grandios, ey. Das habe ich auch schon lange nicht mehr von dir gehört. Gell, Teacher, auf. Drüber. Drüber. Fertig. Fertig. Ach, scheiße, Mann, das ist hier gar nicht. Wo muss ich lang? Nein, da in der Mitte war das. Hier. Gehst du in der Mitte rein, LAN? Gehst du mit in einen LAN? Hier, konkret, Alter. In der Mitte. Tauchst du runter, ohne Luft holen. Genau, konkret ohne Luft holen hier. Pandero ist wie Super Mario, da braucht keine Luft zum Atmen unter Wasser. Ja, Mann. Hast du diese komischen Schlüssel eigentlich schon geholt? Alter, verdammt, nö. Nein! Holy crap! Aber Wasserstein erhalten. Yes. Aber der Beutel ist voll. Nein, Arschlecken, Mann. Ach so, so ein Klappraten, so ein Scheiß passt rein. Aber so ein kleiner Stein kann er sich nicht in die Hosentasche stecken, ne? Ey, das ist unlogisch. Siehst du, Pokémon ist unlogisch. Ey, ich entwickle jetzt Ike Maus. Oh yeah. Weil es erlernt ja sowieso nichts Besonderes mehr. Zeit für Kapalore. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Beförderung. Und genießt den Moment. Und Ike Maus wird zu... Oh, zu einer Ananas. Zu einer Ananas, alias Tankstelle. Zu einer mexikanischen Ananas. Zu einer mexikanischen Ananas in der Tankstelle. Warum in der Tankstelle? Naja, weil Kapadoris so eine Tankstelle ist. Das saugt nur KP raus. So. Alter, wie geil. So, jetzt gehe ich ganz schnell zurück. Die letzten paar Sekunden nach Mosbach City. Mosbach. Ey, weißt du, woran meine Freundin mich letztens vor einer Stunde oder so erinnert hat? Hm? Als du das gebracht hast in deinem Rubin-Paar, das Bom 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 Balu. Das war so geil. So, ich mach mal direkt hier Schluss dann. Wir haben Ike Maus weiterentwickelt. Endlich hier. Kapalores. Geil. Im nächsten Part geht's dann weiter, so Raumfahrtzentrum-mäßig und so. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Bis dann, Leute, und ciao. Bleibt fresh.